Herzlich willkommen an der Universität Potsdam, am CESCO. CESCO steht für Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen. Das CESCO ist eine zentrale Einrichtung an der Uni Potsdam mit Lehrangeboten für alle Studierende, unabhängig vom Studienfach. Es unterbreitet Angebote zum kompetenzorientierten Lernen und Lehren. Wer Wissen an der Universität erworben hat, möchte es dann auch später praktisch anwenden. Und damit das leichter von der Hand geht, unterstützt das CESCO studentische Initiativen. Ja, ich bin hier in Potsdam geboren und für mich war eigentlich immer klar, dass ich hier in der Region bleiben will, vor allem wenn man was mit Medien machen will. Und ich will einerseits Fachexperte werden, aber ich möchte auch so schnell wie möglich das in irgendeiner Form praktisch ausüben. Und CESCO war deswegen für mich spannend, weil ich dort einerseits die Anbindung zum Unterrichten gefunden habe. Ich habe eine Tutorenausbildung gemacht, wo ich gelernt habe, wie ich wissenschaftliches Arbeiten unterrichten kann, während ich selbst noch Student bin. Und zugleich gab mir CESCO die Möglichkeit, die Studierendenzeitschrift, die ich hier an der Uni Potsdam zusammen mit anderen Studierenden gegründet hatte, herauszugeben. Ich habe Publizistik unterrichtet und dann zugleich hat es aber auch am Beispiel unseres Projekts gemacht. Und so ist nicht nur die Redaktion gewachsen, sondern wir haben pro Semester 2 Ausgaben gehabt. Das war eine tolle Erfahrung. Internationale Studierende können am CESCO Deutsch als Fremdsprache lernen. Außerdem bietet das CESCO 10 weitere Fremdsprachen an. Neben dem eigentlichen Hochschulabschluss kann man am CESCO auch ein Zertifikat für interkulturelle Kompetenz in Studium und Beruf erwerben. Interkulturelle Kompetenz, das klingt immer nach einem abstrakten Begriff, aber für mich ist es eigentlich eine Art zu leben. Also Interkulturalität umfasst so viele Prozesse und so viele Gefühle und so viele Begegnungen. Für mich war es nochmal wichtig, einen bestimmten Weg einzuschlagen und das hat mir eben CESCO ermöglicht, andere Perspektiven einzunehmen, ganzheitlicher zu schauen. Da habe ich so zum ersten Mal auch so gemerkt, ich glaube, das wird sehr, sehr viel bewirken und das wird sehr viel mit mir machen. Und daher war dieses Angebot über CESCO wirklich sehr, sehr bereichernd für mich, auch im Bereich der Fremdsprache. Ich habe, obwohl ich jetzt Spanisch als integrativen Teil von meinem Studium schon hatte, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit gewählt, Italienisch zu lernen. Wenn ich eine Sprache kann, dann habe ich auch ganz andere Möglichkeiten, in Kulturen nicht nur einzutauchen, sondern mit Menschen anders in Interaktion zu treten. Alle Studierenden der Uni Potsdam aus allen Fakultäten können diese Möglichkeit wählen, eine Fremdsprache zu erlernen und es dann gegebenenfalls mit einem erfolgreichen Abschluss, mit einem Unicert-Zertifikat zu beenden und dann auch international damit eben weiterzuarbeiten. Diese interkulturelle Kompetenz, die nimmt eben auch die Angst davor, etwas nicht zu wissen. Es ist etwas Unbekanntes da und ich kann das nicht einordnen. Gehe vielleicht erstmal auf Distanz. Und durch diese interkulturelle Kompetenz hat man auch gelernt, diese Prozesse ganz anders wahrzunehmen und ganz anders auch in eine Situation zu treten, die man nicht kennt. Wissenschaft lebt natürlich davon, dass man Wissen multipliziert. Und damit man in Zukunft gute Vorträge selbst vor Gruppen halten kann, gibt es das Vortragscoaching am CESCO sowie die Schreibberatung für das Verfassen ansprechender wissenschaftlicher Texte. Dieses Fabrikgelände war früher der Dreh- und Angelpunkt unseres Alltags. Es war wie so ein Jugendclub, den wir uns ja selbst geschaffen haben. Ich glaube, es war für uns alle wichtig, dass wir so ein Auffangbecken hatten. Also wir wussten irgendwie, dass hier Leute sind, mit denen wir immer reden können, dass immer irgendwer da ist. Punk war für mich eine Möglichkeit, mich ganz klar abzugrenzen. Also dieses Gefühl, was ich eben getragen habe, irgendwie außen vor zu sein, konnte ich damit halt ganz klarstellen. So. Da habe ich halt, war es halt meine Entscheidung dadurch. Wie so ein Stück Freiheit, was ich mir greifen konnte. Und ich glaube, was ich damals im Punk gefunden habe, habe ich heute in der Arbeit in Workshops gefunden. Ich bin halt super introvertiert und für mich ist es da halt leicht zu reden, weil mir klar ist, in welcher Rolle ich gerade bin. Und als ich zum ersten Mal an die Uni Potsdam kam, hatte ich das Gefühl, ich bin halt nicht rechtfertigt hier. Also
ich habe hier keine Rolle, die ich einnehme. Ich gehöre einfach nicht hin, denn ich habe es mir nicht zugetraut. Ich komme aus einer Familie, wo die meisten nicht mal eine richtige Ausbildung gehabt haben. Aber mittlerweile habe ich das reflektieren können und verstanden, es ist total okay, dass ich von hier komme, aus Eberswalde, aus diesen Hallen. Ich glaube einfach auch, dass das HESCO mich im Alltag gestärkt hat. Vor allem hat es mich darin bestärkt, wo ich beruflich hin will. Also ich weiß jetzt ganz, ganz klar, wo ich hin möchte und habe die Passion gefunden, vor Leuten zu stehen und zu reden. Und erst da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, so, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich mich als Teil des Unilebens verstehe. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist es, das will ich auch später machen. Wer genug davon hat, nur zu studieren und auch selbst als Dozent tätig werden möchte, der kann am CESCO die Tutoren- und Mentorenausbildung mitmachen. Begeistert, dass ich studieren konnte, war ich insofern, dass ich natürlich älter war, dass das nicht unbedingt der normale Weg ist, mit über 40 nochmal anzufangen zu studieren. Aber dass ich eben das machen konnte, was ich wollte. Mein Umweg sozusagen begann ja eigentlich viel früher mit dem verpatzten Abitur. Ich glaube, ich selber habe es so weniger als Umweg empfunden, als dass mein Umfeld und letztlich die Gesellschaft das als Umweg gesehen hat, dass ich eben nicht auch das Abitur nochmal wiederholen wollte, sondern einfach gesagt habe, nö, ich mache jetzt was anderes und ich gehe meinen Weg. Das Französische habe ich über viele Jahre verfolgt. So hat mich der Weg dann zur Uni geführt. Oh, das CESCO war vom ersten Tag an für mich ein wichtiger Ort, ein Ort der Begegnung. Ich habe dann zunächst die Schulung für die Sprachtutorinnen übernommen und bin dann später zur Schreibberatung gewechselt, die ich jetzt seit 2017 leite. Wenn man im wissenschaftlichen Kontext Texte produzieren muss, können wir die Schreibberatung fachübergreifend alle Studierenden an der Universität Potsdam unterstützen und sie auf ihrem Weg begleiten. Es ist ein Stück weit auch besonders, dass am CESCO immer sehr wertschätzend mit dem Gegenüber umgegangen wird. Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass jeder Mensch dieselben Rechte hat, die er oder sie auch jederzeit geltend machen kann. Ich habe Geschichte studiert und öffentliches Recht hier an der Universität Potsdam. Dieses interdisziplinäre Zusammenspiel war mir halt einfach wichtig, auch nach außen hin zu tragen. Heute bin ich Doktorandin an der Universität Potsdam und promoviere zum Thema politische Strafjustiz in der DDR. Im Rahmen dieser Tutorenschulung, die ich bei CESCO gemacht habe, habe ich eben erfahren, dass es auch die Möglichkeit gibt, studentische Projekte anzumelden. Ich habe damals ein Praktikum gemacht im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und meine Idee war eben, dieses studentische Ausstellungsprojekt ins Leben zu rufen. Die Ausstellung bestand aus insgesamt 10 Roll-ups und hat sich beschäftigt mit dem Umgang des Bundesjustizministeriums ab 1949 mit seiner NS-Vergangenheit. Die Tatsache, dass da ein Zweig der Universität ist, der hinter einem steht, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch, war einfach super stärkend und hat mir auch eben den Mut gegeben, dieses Ausstellungsprojekt zu initiieren, zu organisieren und dann tatsächlich auch erfolgreich durchzuführen. Das hat mir einfach gezeigt, dass ich alles schaffen kann, und zwar aus meiner eigenen Hand. Wer aus dem Ausland an die Uni Potsdam zum Studieren kommt, auch dem hilft das CESCO. Etwa bei der Vorbereitung auf Sprachprüfungen oder allgemein am Anfang des Studiums Orientierung hier an der Uni Potsdam zu finden. Wenn man mich fragen würde, Vladi, beschreibe dein Leben mit einem Wort,
dann würde ich es auch als eine Wanderung beschreiben. Ja, ich habe in der Ukraine studiert und leider habe ich nicht das studiert, was ich immer studieren wollte. Ich komme aus der armen Familie und wir konnten uns dieses Studium nicht leisten. Ich habe meinen Master in Philosophie gemacht und auch ein Diplom mit Auszeichnung bekommen. Nach dem Studium konnte ich auch an der Universität Czernowitz unterrichten. Und das Problem, das wir am Lehrstuhl hatten, dass wir immer noch so unterrichtet haben, wie man das vor Jahren in der Sowjetunion gemacht hat. Und dann hatte ich die Gelegenheit, in Deutschland einen Forschungsaufenthalt zu machen und zu sehen, wie man das in Deutschland macht, welche Freiheit die Dozierenden haben und wie sie verschiedene Methoden im Unterricht verwenden. Als ich nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, okay, ich stehe wieder am Anfang meiner Wanderung. Meine Abschlüsse wurden nicht anerkannt und dann habe ich die Angebote vom Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen für mich entdeckt und sie haben damals einen Vorbereitungskurs angeboten, der ein Jahr lang lief und in dem Kurs wurden dann ausländische Studierende auf das Studium und auch zum Teil auf das Leben in Deutschland vorbereitet. Als ich einen Raum für mein Seminar gesucht habe, indem man sich ein bisschen offener fühlt, dann dachte ich mir, dass ein Seminar als eine Wanderung eine ganz nicht so schlechte Idee ist. Du entscheidest, in welche Richtung wir jetzt laufen. Genauso entscheidest du, welches Seminar, welche Vorlesung du später im Studium besuchen kannst. Der Raum draußen in der Natur war genau der richtige, weil man auch offen sagen konnte, was eigentlich nicht so gut läuft. Oder wovor man so richtig Angst hat. In diesem Moment habe ich zwei Jobs. Einen Job als Lehrbeauftragter im CESCO und den anderen Job im International Summer Campus Office, wo ich die Sommerschulen an der Uni Potsdam koordiniere.